Moin zusammen. So, einmal speichern. Ja, ich weiß nicht, ob und was da kommt. Ich habe keinen Bock, die Küste hier zu verlieren. Und deshalb... Das ist ein Fernkämpfer, das ist ein Nahkämpfer, ne? So, und deshalb suche ich mir jetzt hier einen Kommandanten aus. Lehre des Todes, Lehre der Tiefe. Schmuggler. Einkommen aus allen Gebäuden, plus 8. Loyalität durch den Bau von Piratenbuchten erhöhen. Muss er die selber bauen oder reicht das, wenn mein anderer Kommandant unterwegs ist und die aufbaut? Das weiß ich jetzt nicht. Loyalität nimmt weniger stark ab. Das wird dann ja durch den Gesamteffekt hier wahrscheinlich dann irgendwann sowieso reduziert. Zusätzlich infolge einer Schlacht erworbene Loyalität, ja, das ist... Wahrscheinlich müssen die dann selber die Piratenbucht bauen oder kämpfen. Mörder. Durch die Siege über die feindliche Armee und Verwundung tödlicher feindlicher Kommandant im Kampf. Feindliche Führerschaft minus 3. Führender Kopf, Loyalität, Einkommen durch alle Gebäude, Admiral der Flotte. So, ich probiere es nochmal mit so einem Schmuggler. Bei Rekrutierungen hat dieser Kommandant eine Loyalitätsstufe in diesem Bereich. Loyalität zeigt, in welchem Maße ein Kommandant der Dunkelelfen, Skaven oder Vampirküste bereit ist, dem Anführer seiner Fraktion zu folgen. Sollte die Loyalität eines Kommandanten auf Null sinken, kommt es zur Rebellion und ein Teil der Armee formt eine neue Fraktion. Admiral of the Fleet. Prepare my coffin. Global kann ich jetzt hier sogar noch was rekrutieren. I am listening. 16. Admiral 14, aber... Serve for eternity. Ich habe hier auch noch. The seas are my domain. So. Sollte er kommen, wird es böse enden für ihn. Ritus durchführen. Fluch des ewigen Dienstes. Die Besatzungsmitglieder, die schon unter untoten Piratenkapitänen dienten, berichten, dass sie von ihrem Admiral zwangsrekrutiert wurden und das nicht nur für einige Jahrzehnte, sondern für immer. Es ist das Beste, diese Rolle anzunehmen, denn desertieren ist das Schicksal selten heute. Deserteuren ist das Schicksal selten heute. Loyalität nimmt nicht ab. Zu Beginn der Runde haben Kommandanten eine Chance um 50%, die Loyalität um 1 zu erhöhen. Kostet 2000. Länge der Upgrade-Zeit, Effektdauer 5. Kann ich hier noch? Attend me. Kann ich nicht. Ready the lever. Garnisonsarmee, da werde ich gleich rein. Oh, wer sind die denn? Na, kommt er, greift er an, zieht vorbei. Okay, das ist interessant. Die erwarten. Erwachet, stehen sie mit ihren Zeitschriften am Bahnhof. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Oh yeah. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. So, mit ihm gehe ich Richtung Süden. Noctilus macht ihm zu und sein Ruf eilt ihm schneller voraus, als er es selbst erwartet hätte. Um der ganzen Welt den ewigen Tod zu bringen, muss er den Kampf in mehrere Städte und Häfen tragen. Er muss potenzielle Rivalen finden und ausschalten, bevor sie in die Quere kommen können. Okay, die Großherden kommen. Wo? Ach, shit, da unten. Gut, die Stadt hätte ich gerne noch.
Und hier könnte ich dann plündern gehen, ne? Minions! Mörder! Pyrrhus liegt Verlust im Mittel. Wie sieht's denn aus? Verliere ich so Eindruck davon? Reichweite 165. Ja, nee, komm. Das würfel ich lieber aus. So, einmal ausräumen. Boost these floating battlements. So, hartnäckig. Das war Light Heimsucher. Einkommen durch Beutegewinn. Einkommen durch Beutegewinn nach der Schlacht zusätzlich um 15% erhöht. 22.000 habe ich jetzt schon. Admiral of the Fleet. Ist echt nicht schlecht. Da brauche ich noch 2 Runden. Ocean's Terror. Hier. Achso, brauche jetzt 6 Punkte. Der braucht 5. Okay, die töten sich da gegenseitig. Du kannst da mal warten. Erklärt einer folgenden Fraktion den Krieg. Unten, oh Mist. Fear me. Entscheidender Sieg, niedrig, kaum Verluste. So, meins. Winde der Macht Magie, ja, das nehme ich jetzt. Wer bist du? Flugartillerie. Zielfernrohr, Reichweite, rüstungsdurchdringender Geschossschaden, verdoppelt dadurch. Munition, Donnerbüchse, Schrot. Reichweite minus 20. Erhöhte Anzahl der Geschosse. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Reduktion der Nachladezeit. Geschossstärke geht bis maximal 12. Nahkampfabwehr, Treffer. Rüstungsdurchdringend, Schrot. Romane, da wollte ich ja drauf zu, ne? Verfügbar nach 4. So, dann gehe ich nochmal auf die Granatenbüchse. Flotilla of the Dark. Und hier habe ich jetzt Loyalität nimmt mich ab, Infamie pro Runde, Wachstum, Rekrutierungskosten, Belagungszeit plus 3, Munition, empirische Korruption. Die wird sowieso ziemlich erhöht gerade. Ich hier auf Wachstum. Bring Ruhe. So, mit ihm würde ich mich später hier irgendwie niederlassen. Und dann hier mal plündern fahren, wenn die Loyalität von ihm nicht geführt. Achso, übrigens, genau. Du hast zu wenig, ne? Mindestens Loyalität 5. Öffentliche Ordnung plus 2 wird gleich erhöht. Minus 7. Darkness comes. Drooping.
Mach das einfach mal. Viele Hände gruben den ganzen lieben Tag lang, vergeblich. Doch kein Schatz wurde gefunden. Er muss woanders zu finden sein. Ja, hätte auch sein können, dass da vielleicht was ist. Oh, er greift die Blutsümpfe an. So, gut. Lotte leidet. Bauzeit für Schiffsbauten. Baukosten für Siedlung. Bauzeit für Siedlung. Unterstützt unsere Siedlung. Verfaulte Holzvorräte. Durch das raue Wetter wurden unsere Holzvorräte schwer beschädigt. Das macht es schwierig, im Kampf beschädigte Schiffe auf See zu reparieren. Wir müssen uns nur entscheiden, wo wir unsere verbliebenen Ressourcen verwendet wollen. Ja, ab auf die Siedlung. Okay, das Seemonster ist da hinten. Das kann mir relativ egal sein, aber es sieht derbe krass aus. Ja, danke. So, Next Technology. Öffentliche Ordnung ist plus 2. Wachstum plus 5. Die Fraktion des Banner Totenkopf. Geländeeinheit. Gelände erfahren und Schleiche. Ach, warte mal. Führerschaft plus 10. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Plus 15% für Horde der Zombie, Piratenartillerie und Deckwerfer. Alle Einheiten in der Armee. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Da gehe ich, glaube ich, mal drauf. Aber ich glaube, ich muss dann im Kampf auch nochmal die Banner entsprechend verteilen. So, da brauche ich nicht dran denken anzugreifen. Ob ich mit denen überhaupt Krieg nehme? Die erwachten? Warte mal. Diplomatie. King of the Vampire. Nicht Angriffspakt. Oh, Tatsache. Ja, tut mir aber leid. Die Stadt will ich haben. Ready the Reaver. Flotilla of the Dark. Okay, dann komme ich einmal runter und dann rennen wir mit beiden zusammen los. Dann habe ich eine größere Chance, das zu gewinnen hier. Okay. Bauen. Achso, das war eh hier, ne? Zwei Runden braucht das jetzt. Brauche ich später. Mit denen habe ich Krieg, ne? Ja, und die kommen jetzt hoch. Hier, ab nach Hause. Wer sind die denn? Die Geißel von Aquitan. Dread Fleet. Noctilus returns. Die Blutsümpfe. Ist jetzt auch seine Stadt. Death and Destruction. Okay, pass auf, dann gehe ich noch mal wieder nach Hause, glaube ich, oder? Archon rolls. Er hat 4. Oder ich greife jetzt an. All above board.
Mit den Vieren. Noctilus, another faceless servant. So, Korruption verbreiten. In der Region ist E plus 5%. Trefferpunkte 8%. Bei Max von 7000. 1% wären 70 mal 8, 560, ne? Schon nicht wenig. Ja, ich gehe aber mal hier drauf. Guck mal, kriegst du sogar noch Geschossresistenz mit. Kurzer Blick auf die Uhr, 16 Minuten erst. So, nochmal zwischenspeichern. Und dann greife ich einfach an hier. Get it done. Wird schon schief gehen. Mannhafte Niederlage, Verluste hoch. Ja, ich probier's. Im Prinzip muss ich ja nur seinen Helden töten, ne? Also, ja. Mach das mal. Oh shit, da ist so ein Leitheimsucher bei. Den habe ich nicht gesehen. Plus Garnisonsarmee. So, alles nach vorn, so wie es ist. Wo ist sein Held? Explodierendes Monster. Da ganz hinten ist sein Held. So, direkt rein da. Wo ist sein explodierendes Monster? Zieht sich zurück. Vielleicht gar nicht so doof. So, ran da. Ach, das ist ja geil. Bumm. Das war's mit seinem Leitheimsucher. Mit seinem explodierenden Monster. So, ich muss hier mal ein bisschen Pause machen, weil hier muss ich jetzt aufpassen. So, direkt rein in die Mitte. Rein in die Mitte. Mein Held sollte vielleicht nicht zwingend so schnell laufen. Und ansonsten alle rein. I'm here! Ja, das sieht geil aus. Raus da, Hundis. Raus, raus, raus. Shit, den haben sie gestoppt. Das war geil. Okay, kurze Pause. Pause, Pause. Das war cool. Sprengfalle. Gut, warte mal. Ihr hört auf mit Plänkeln. ...32, das lohnt sich nicht mehr. So, ihr könnt darauf ballern. Darauf ballern. Genau, warte mal. Die schießen da, die schießen da, die schießen da. Wo wollt ihr denn hin? Zurückziehen oder was? Ist nicht. Monströse Infanterie. So, ihr pustet die weg.
Die geht auf die. Pistolenkavallerie, okay, ihr schießt die oben runter. Das ist böse Infanterie. Die geht da auf die Säbelrassler. Ne, geht auch auf die Monströsen. Hier flitzt erstmal weiter nach vorne durch. Auch auf die Monströsen. Fleet Admiral! So, ihr lauft weiter. Einheit verliert. So, ihr schießt mit auf die Monströsen. Okay, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, bis auf den eingehenden Mörserbeschuss. Ja, verjagt sie. Einheit verliert, klar. Oh, das sind meine, die klar verlieren, ne? Rein in die Artillerie. Er geht damit helfen. Hat er hier seinen Fluch? Jockey, oder wo ist der? Sieht nicht schlecht aus. So, einmal wegballern. Einheit sieht klar. Oh. Ne, wieder ab in die Monströsen. Warte mal, da sind noch. Deswegen. Nee, da. Rein da. Ran an die Artillerie. Das war's gleich. Fleet Admiral! Jambo on! Bulls are fled! So, alle Musketen auf seinen Helden.
alle Fernkämpfer auf seinen Helden. Alle Einheiten auf seinen Helden. Außer der Trupp, der geht auf die. Einheit sieht. Sammelt euch. Sieg ist nah. Hybridwaffeninfanterie. Ja, der schießt auch ein bisschen. Okay, und er kommt ran. Kräftet unter Beschuss. Einheit siegt klar, Alter, was ist er denn für ein Held? Feindlicher Kommandant, endlich. Ja, ganz schön ausgehalten, ja? Ja, mit den aufgedunsenen Leichen hier 88, 136, 117, 47. Plus seine eigene, die durch meine Hunde in seinen eigenen Reihen dann hinten noch so ein bisschen explodiert ist. War schon nicht schlecht. Blood and Plunder. So, Führersieg. Aber ist hier kein Geld drin. Die besetze ich. Admiral of the Fleet. So, Pockenmarsch. Pockenmarsch, Blutsümpfe. Ich glaube, hier gehe ich so ein bisschen auf Geld und hier dann auf Militär nochmal plus Verteidigung. So, warte mal, was kann ich denn da überhaupt so bauen? Lehmgrube, Bauzeit lokaler Region. Ja, mache ich das darum. 300 Einkommen. Statt 200, 400 Einkommen. Warte mal, was kriege ich da vorher? 150. Wird dann auch schön verdoppelt. Count Noctilus Reigns. Oh, ich habe irgendwie einen Trupp irgendwas verloren. Was kann ich denn da? Genau, ein Trupp Pistolen waren das hier.
40, 15, 90. Ja, komm. Muss eh zwei Runden stehen. Mashira, inspirierende Gegenwart, Gegenwart. Verursacht Entsetzen. Ich geh mal da oben drauf. So, 3, 3 und 7. Kann erstmal so bleiben, denke ich. Okay, wo habe ich denn die Mörser her? Hatte ich Mörser mit dem Kampf? Nein, das hätte ich doch gesehen. Okay, was sagt die Zeit? 31, ja, dann würde ich sagen, speichere ich auch hier ab und dann sehen wir gleich mal, ob die angreifen und falls ja, mit was die mir hier Schaden zufügen oder auch nicht. Da ist sie von Aquitaine. Okay, der ist auf jeden Fall noch friedlich. Wenn das hier gesichert ist und ich voll bin, dann gehe ich auch hier in die Stadt. Aber am liebsten mit denen zusammen. Ja, dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß bei dem, bis bald und ciao.